Hallo, Jutabis. Meine Güte. Herzlich willkommen zu Ein Jahr Xane. Und natürlich gibt es auch irgendeine Form von Minecraft-Special. Wie sollte es anders sein? Ich meine, diese hübsche Blöcke-Welt mag es Smörblöckle. Gibt es jetzt schon so lange? Da muss man sich einfach mal drin umschauen. Pfui, aus. Böses Stachelschwein. Egal. Und das ist ja Zeit mal die Erinnerung. Was haben wir nicht alles so gemacht in einem Jahr, Xane, bei Smörblöckle? Wir haben Häuser gebaut und Farmen und Großprojekte und dann kamen spawnende Betteltürme, die mir die Hexe-Season zunichte gemacht haben. Und dann gab es die das Projekt Daily, das noch weiterläuft bis Tag, ich weiß gar nicht, 44 oder so. Irgendwann setze ich das auch mal wieder fort. Vielleicht mache ich mal wieder Multiplayer. Davon hatten wir auch eine ganze Menge. Insofern fragt man sich natürlich schon, was mache ich jetzt in so einem Special eigentlich? Mir fällt jetzt nichts Besonderes dazu ein, aber mal schauen. Das ist kein Schiff. Sag noch einer, ich wäre nicht Tilly. Versprochen ist versprochen und so oder so halte ich das. Wer bequem sitzen will, von allem etwas dabei. Das ist doch tierlieb eingerichtet hier, oder? Nachts schön beleuchtet und so, alles drum und dran. Macht doch was her. Aber wir alle wissen, da gibt es noch ein kleines Übel, um das wir uns kümmern müssen. Jetzt, wo die. Ja, ihr dürft hier ruhig frei rumlaufen, so ist das nicht. Meine Güte, kommen wir wieder zur Ruhe. Kinder, Kinder, so geht es nicht. Tja, das hat schon was von Wildlife hier. Aber gut. Das Special soll ja kurz gehalten werden, weil an dem Tag sind ja noch genug Folgen heute. Von daher schauen wir uns mal um, was es hier gibt. Ihr ahnt schon. Wer meine Folgen von Minecraft von Anfang an gesehen hat, der weiß, dass das jetzt nicht gut enden kann. Denn, die Rache ist mein. Es gibt Momente im Leben. Tja, noch könnt ihr weglaufen. Das ist ein Jahr Xane. Was habt ihr erwartet, was passiert? Natürlich kommt das jetzt. Ich wünsche euch. Kommst du wohl auf der Stelle hierher? Hey, du sollst ja nicht mit in die Luft fliegen hier. Benimm dich mal. Tja, YouTube, ich denke, es wird Zeit, sich zu verabschieden und deshalb verabschieden wir uns. Ich hab's überlebt. Ihr habt's alle überlebt, ich bin beeindruckt. Sicherheitshalber schauen wir uns um, nicht, dass noch irgendwas überlebt hat hier. Ihr wisst, das ist wie bei Alien, am Ende kommen die irgendwie wieder angekrochen. Das wollen wir doch vermeiden. Aber ich glaube, das war ein voller Erfolg. Gleich beim ersten Mal und alle Schafe im Eimer. Ach, YouTube, das tut gut. Das tut ja sowas von gut. Ja, nicht ein Schaf mehr in der Nähe. Mal schnell ein Huhn getötet, ne? Ihr wisst, seit Project Daily sind Hühner die neuen Schafe. Nein, da war das schon eher. So. Machen wir kurz Platz hier. Ich muss mich umschauen. Es könnte ja sein, dass noch irgendwas überlebt hat. Nein, das sind bloß die hässlichen üblichen Quallen.
Tja. Versprechen eingehalten, auch wenn es leicht lediert aussieht. Die Schafe haben nicht überlebt. Ja, braves Kätzchen. So wie es aussieht, ein voller Erfolg. Ach, ein Jahr Xane. Ich bin ja so stolz auf uns alle und vor allen Dingen auf mich und mich und mich. Und das ist dann auch eigentlich alles, worauf ich stolz bin. Was ist in dieser Zeit alles los gewesen? Man glaubt es kaum. Ich meinte, er hatte Spaß und jetzt schauen wir mal, was im zweiten Jahr so alles kommt. Ich kann es förmlich riechen, dass das noch schräger wird als das erste. Viel los in diesem Leben. Alles auf Anfang, ein neues Jahr heißt, wir beginnen wieder bei Null. Wir grüßen also die Hübsche. Und Tim den Tintenfisch, was sein muss, muss sein. Und alle anderen, die zuschauen, also YouTubbies, schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Ecstasy, HNI, Xane, out.